Bist du nicht mehr in mich verliebt? Nein, das ist es nicht. Ich kann dir einfach nicht mehr vertrauen. Ich will dich heiraten. Warum nicht jetzt und hier? Heimlich? Ohne Gäste und ohne Feier? Wir sind doch hier. Das reicht doch. Jetzt? Und hier? Willst du? Ja, ich will. Das bedeutet aber ohne Orchester und ohne Meeresfrüchtebuffet und... Okay, dann muss ich nur noch den Standesbeamten besorgen. Eine Sache noch. Ich will in meinem Brautkleid heiraten. Meinst du denn, wir kriegen das hin? Ich meine, ohne dass die anderen das mitbekommen. Ansgar? Nein. Du hast doch nicht die Nikolausfeier vergessen. Wir sind eingeladen und Hannes freut sich. Vergiss es. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Du willst ihm die Freude nehmen, um mir jetzt auszuwischen? Natürlich mache ich Hannes die Freude, so oft es geht. Aber du bist nicht dabei. Das Schöne an dem Fest für ihn ist, dass er mit Vater und Mutter dort ist. Ach komm schon, Tanja. Hier eine auf glückliche kleine Familie zu machen, das nimmt dir doch kein Mensch ab. Also, wir müssen sowas vormachen. Aber wir sind eine Familie und seit dein alkoholkranker Betthase nicht mehr hier wohnt, mehr denn je. Und hast du dir gedacht, du springst mal eben für sie ein? Hm? Das kannst du ganz schnell vergessen. Das ist eine Nummer zu groß für dich. Müsste ich wissen. Na, wie schön, dass du es jetzt weißt. Ach, und übrigens, egal wo Natalie wohnt, sie wird immer meine Frau bleiben. Hey, schon Feierabend für heute? Ach, reicht ja auch. Hast du ein Wasser? Siehst müde aus. Oh. Ich glaube, ich komme in das Alter, in dem man Mittagsschläfchen zu schätzen lernt. Hi. Hi. Ein Cappuccino bitte. Hier oder to go? To go. Sarah, hier sind Sie also. Wir dachten schon, wir hätten Leonard und Sie vertrieben. Quatsch, wir haben nur ein bisschen frische Luft gebraucht. Das Kleid steht Ihnen traumhaft. Aber Sie hatten sich dafür auch schon entschieden, oder? Ja, schon, aber ich war noch nicht so hundertprozentig sicher. Ja, wenn man die Garderobe hier anschaut, dann möchte man am liebsten gleich mehrmals heiraten. Einmal sollte ja genügen. Ja, aber dann muss auch alles stimmen. Unbedingt. Also in einer Stunde treffen wir uns und dann können Leonard und Sie uns sagen, ob Sie mit allem einverstanden sind. Gut, dann probiere ich das Kleid jetzt noch mal an, um ganz sicher zu gehen. Ja, kann ja nichts mehr passieren. Aufgeregt? Und wie? Das ist ein ganz besonderer Stern. Er heißt Judith. Judith? Ich wusste gar nicht, dass es einen Stern mit meinem Namen gibt.
Ich habe ihm erst heute deinen Namen gegeben. Jedenfalls ist Fabian wirklich zu beneiden. Eine Frau wie dich trifft man nicht sehr oft. Du bist super sexy. Nach dir dreht sich doch jedermann um, wenn du den Raum betrittst. Weil eigentlich kann man doch überhaupt nicht anders, als sich in dich zu verlieben. Du hast recht, ich bin in dich verliebt. Hallo, Judith, jemand zu Hause? Ja, ich war gerade ganz weit weg bei den Sternen. Woher bist du? Natürlich, Hannes hätte sich auch wirklich gefreut. Aber wie es manchmal so ist, ich muss meinen Mann unbedingt auf diese Geschäftsreise begleiten. Oh, das ist ja reizend. Sehr gerne. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ja, bis dann. Wiederhören. Justus! Frau Gräfin haben gerufen. Ich habe einen Auftrag für Sie. Einen Auftrag? Ja, ich war gerade dabei, das neue Dienstmädchen ihre neuen Pflichten einzuweisen. Vielleicht kann ich es auf später... Ich brauche Sie den ganzen Tag, und zwar ab sofort. Kümmern Sie sich darum. Ja, absolut. Jawohl, Frau Gräfin. Wenn du glaubst, du kannst mir einen Strich durch die Rechnung machen, musst du früher aufstehen. Ich habe Konstantin geküsst und mich dann für Fabian entschieden. Selbst das hat er mir verziehen. Und dann verknall ich mich auch noch in David. Konstantin hat die Schnauze gestrichen voll von mir. Und ich übrigens auch. Judith, Mann, jetzt bleib doch mal locker. Ey, das heißt noch lange nicht, dass ich die Gefühle von Konstantin... Die darf er doch gar nicht zulassen bei dem, was er mit mir schon erlebt hat. Klar. Ob das nicht reicht, stecke ich bei der ersten Schwierigkeit den Kopf in den Sand, statt um ihn zu kämpfen. Ja, was willst du denn auch machen, ne? Es ist einfach total Panne von mir, hier rumzusitzen und abzuwarten, dass er reagiert. Ach, Mann, ich muss handeln, das hat er verdient. Hey, und ich weiß doch schon wie. Ich hab Frau Schneider mitten ins Gesicht gelogen, ohne mit der Wimper zu zucken. Sag mal, warum darf die Braut den Bräutigam eigentlich vor der Hochzeit sehen, aber nicht umgekehrt? Nee, du guckst. Tu ich ja nicht, ich frag bloß. Weil es Unglück bringt, das weißt du doch. Ach komm schon, glaubst du etwa an sowas? An Unglück? Ja. Aber auch an Glück. Ich hoffe, du denkst dabei an unser Glück. Und ob. So, jetzt aber ab mit dir. Ja, du hast recht. Ich muss eh noch den Standesbeamten unbehelligt in die Kapelle schleusen. Sonst kriegt am Ende unser super Hochzeitsvorbereitungskomitee noch was mit. Ich liebe dich. Nein, ich bin mit der Akte soweit durch. Kein Problem, ich bringe sie Ihnen vorbei. Wiederhören. Nathalie. Ich habe zu tun. Hör mal zu. Ich bin mit Tanja fertig. Warum glaubst du mir das nicht? Das glaube ich dir ja, aber sie ist nicht fertig mit dir. Sie wird das Schloss verlassen. Sag mir Bescheid, wenn es soweit ist. Nathalie, bitte, lass doch nicht zu, dass sie einen Keil zwischen uns treibt. Nathalie, ich liebe dich. Ich weiß. Dann komm zurück aufs Schloss. Wir kämpfen gemeinsam gegen sie. Du kannst ihr doch nicht den Triumph gönnen, dass sie dich vertrieben hat. Sie hat mich nicht vertrieben. Aber ich bin nicht mehr mit ihr verheiratet. Sie schon. Und das zeigt sie jedem, der es nicht wissen will. Ja, ich habe ihr gerade klargemacht, dass mich das völlig kalt lässt. Umso mehr terrorisiert sie mich. Für Tanja bin ich doch nur eine Zielscheibe, auf die sie ihre Giftpfeile abschießt. Warum sollte ich mich freiwillig in die Schusslinie stellen? Um ihr klarzumachen, dass sie unsere Liebe nichts anhaben kann. Okay, das Sofa darüber. Wake up everyone, how can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Listen to your voice, the one that tells you to taste past the tip of your tongue, leap in the net will appear. I don't wanna wait before the dream is over. On a heavy rotation, requesting that it's lifting you up.
irgendwie popelig aus. Findest du nicht auch? Spinnst du? Es ist total schön geworden. Meinst du? Ja, ja, und du? Das ist echt schlimm. Echt? Ja. Ich find's schlimm, dass du Konstantin erst die Sterne vom Himmel holen musst, damit er dir glaubt. Sterne vom Himmel holen, ja. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Aber was, wenn das kindisch findet? Wird er nicht. Nee, echt nicht. Damit ist deine Entscheidung wohl endgültig. Klar, was denn sonst? Und, hast du schon mit Judith gesprochen? Gestern, ja. Davon konntest du dich nicht abhalten. Das habe ich ihr noch gar nicht erzählt. Das ist nicht dein Ernst, oder? Das würde sowieso überhaupt nichts ändern. Das Ding ist durch. Mit dem Ding meinst du Judith? Obwohl sie dir gesagt hat, dass sie dich liebt? Obwohl du sie liebst? Zur Liebe gehört Vertrauen. Oder? Und ich habe ihr einfach klargemacht, dass ich zu ihr keins mehr aufbauen kann. Nie mehr. Bist ja sicher. Ja, klar, nachdem was passiert ist. Trotzdem keine Art, sich einfach so davon zu schleichen. Weiß ich doch. Dass ich dich erwische. Was gibt's denn? Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Nicht so schlimm. Weißt du, ich wollte dir nur sagen, natürlich soll die Hochzeitsfeier so verlaufen, wie ihr beide euch das wünscht. Das wird sie, ganz bestimmt, ja. Und ich bin auch sehr froh, dass ihr die Lust nicht verloren habt und dass ihr zu unserer Besprechung kommt. Charlie hat mir schon Bescheid gesagt. Frau Schneider? Ja. Wieso, stimmt was nicht? Doch, doch. Ich habe sie ja für ihn getroffen. Also dann bis gleich. Ja, bis gleich. Ach, Sarah? Ja. Tolle Schuhe. Nicht? Die wollte ich gerade Leona zeigen. Ich will den Entwurf. Sehr wohl, Gräfin. Packen Sie nicht die Krippe aus, fangen Sie mit den Girlanden an. Sehr wohl, Gräfin. Was wird das denn, wenn es fertig ist? Dreimal darfst du raten. Eine Abladestelle für Plastikmüll? Bringen Sie die gelben Säcke. Das wird der Beginn einer neuen Tradition auf Königsbrunn. Es gibt keine neuen Traditionen, Tanja, und du wirst erst recht keine anfangen. Ah, der Schlitten. Stellen Sie ihn da vorne hin. So, jetzt reicht's mir. Sie bringen diesen ganzen Krempel hier wieder raus. In einer Stunde sieht das Kaminzimmer aus, wie es immer ausgesehen hat. Ist das klar? Das wird eine Märchen-Nikolaus-Party für deinen Sohn. Und du wirst ihm das Fest nicht verderben. Hannes. Hallo, mein Süßer. Guck mal, die Mami hat hier einen riesen Schlitten besorgt. Soll der Schlitten wirklich wieder abtransportiert werden, Herr Graf? Na, großartig. Oh, ich denke, dass sich Leonard und Sarah jetzt schon wieder beruhigt haben, oder? Ja, natürlich. Das werden sie ganz sicher. Oh, danke schön. Wobei, ich kann die beiden natürlich schon verstehen. Mussten so viel erdulden für diesen Augenblick. Das hätten wir ja jetzt alles geklärt. Nicht wahr, Herr Mathé? Ja, natürlich. Alles im klitzekleinen Rahmen, keine Extras, nur die übliche Ausstattung. Aber mit dem Besonderen. Schwanensee! Herr Mathé! Das Brautkleid, Schwanensee! Es ist weg! Jemand hat es gestohlen! Nein, schauen Sie noch mal nach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier jemand ein Brautkleid stiehlt. Also vorhin hing es noch hier auf der Stange. Wo soll es denn sein? Sarah. Sarah? Ach so, ja natürlich. Wer sollte ein Brautkleid nehmen, wenn nicht die Braut? Sie wird es anprobieren, Herr Mathé. Ja, das hat sie gesagt, als sie es mitgenommen hat. Mhm. Vor einer Stunde. Na, vor einer Stunde, da habe ich sie... Vor einer Stunde, da habe ich sie gesehen. Sie war auf dem Weg nach draußen. Ich glaube, sie wollte in den Park. Mit dem wunderschönen Kleid bei diesem Wetter in den Park? Die Kapelle. Das Gedankenübertragung, mich wollte ich gerade anrufen. Hi. Ja, dann komm mal rein. Ich muss dir was sagen. Ich hab die Möglichkeit, auf einer Journalistenschule zu gehen. Eine der besten. Ja, cool. In London. London? Ich habe gerade die Bestätigung bekommen und nächste Woche geht's los.
heißt, du gehst weg aus Düsseldorf? Ich wollte mich nur von dir verabschieden. Also, dann. Ich wünsche dir wirklich alles Gute. Dir auch. Nicht mit der Deko sparen. Es muss traumhaft schön werden. Ganz die fürsorgliche Mutter. Ich weiß nicht, was du hast. Ich mache das alles nur für Hannes. Die Abendzeitung. Elisabeth Gräfin Lahnstein bittet sie in den Park. Dann soweit. Frau Sarah Hofmann, Herr Leonard von Lahnstein, Sie sind hier zusammengekommen, um einen wichtigen Schritt zu machen. So wollt ihr also heiraten? Das meintet ihr mit in ganz kleinem Rahmen? Ja, so ähnlich. Und das heißt für euch auch ohne Familie? Also, ich sehe ein, dass wir für unseren Übereifer Strafe verdient haben, aber... aber vollkommen ausgeschlossen zu werden, nein, bitte. Liebe Elisabeth, liebe Charlie, darf ich euch ganz herzlich... Oder dürfen wir euch ganz herzlich zu unserer Trauung einladen? Ja, gerne. Bitte setze. Beeilt euch, wir haben schon angefangen. Liebe Anwesende, Frau Sarah Hofmann, Herr Leonard von Lahnstein, Sie sind hier zusammengekommen, um einen wichtigen Schritt zu gehen. Ein Spaziergänger fand die ertrunkene Frau an einem Auffanggitter. Bisher konnte die Tote nicht identifiziert werden. Ob eine Obduktion vorgenommen wird, soll die Staatsanwaltschaft entscheiden. Tja, das war's dann wohl, Mama. Schade eigentlich. Fast hätte ich Lust gehabt, mich mit dir zu versöhnen. Da hast du das erste Mal Mut bewiesen und mich wirklich überrascht. Egal. Aus und vorbei. Nichts ist vorbei. Du hast mich in den Tod getrieben, Tanja. Wie kannst du damit leben? Lass mich in Ruhe. Was willst du Hannes sagen, wenn er nach seiner Oma fragt? Sei still. Ich weiß, dass wir viele Umwege machen mussten und viele Fehler gemacht haben. Ich möchte dir sagen, dass ich heute weiß, dass ich die Hoffnung nie ganz aufgeben konnte. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Weil sie mich schließlich hierher gebracht hat, zu dir.
Endlich bin ich angekommen. Da, wo ich hingehöre. Heute ist der Tag, an dem ich mich zu unserer Liebe bekennen möchte. Ich werde dich lieben und ich werde dich ehren. Und ich werde dir ewig Treue halten. Ich werde mit dir reden, auch wenn Schweigen einfacher wäre. Sarah, du bist mein Glück, meine Liebe und mein Leben. Ich frage Sie, Herr Leonhard Antonio Sebastian von Lahnstein, ist es Ihr freier Wille, mit der hier anwesenden Frau Sarah Hofmann die Ehe einzugehen? So beantworten Sie diese Frage mit Ja. Ja. Nun frage ich Sie, Frau Sarah Hofmann, ist es auch Ihr freier Wille, mit dem hier anwesend Herrn Leonhard von Lahnstein die Ehe einzugehen? So beantworten auch Sie diese Frage mit Ja. Ja, ich will. Ringe. Nimm diesen Ring als Zeichen meiner Liebe. Nimm diesen Ring als Zeichen meiner Liebe. Nachdem Sie beide meine Fragen übereinstimmend mit Ja beantwortet haben, erkläre ich Sie Kraft Gesetzes zu rechtmäßig verbundenen Eheleuten. Sie dürfen die Braut jetzt küssen.